So, da sind wir wieder bei Let's Play Professor Layton. Letztes Mal sind wir ja bei dem Rätsel hier mit dem Zahnrad stehen geblieben und ich glaube, ich habe diesmal die Lösung. Denn das müsste eigentlich dieser hier sein. Und zack, ja. Und das war er auch. Every puzzle has an answer. Ja. Stimmt genau. Schau dir die Abbildung an. Wenn man die Rückseite der Scheibe nach vorne dreht, wandern die Punkte auf die gegenüberliegende Seite. Wenn du dir die Lage des gesuchten Punktes auf diese Art verdeutlichst, wird das Rätsel ganz leicht. Ja. Ich bin untröstlich. Aber leider weiß ich nichts weiteres, was ihren Ermittlungen zuträglich wäre. Und ich hasse meinen Raucherhusten. Machen Sie sich keine Gedanken und hören Sie auf zu rauchen. Mit diesem Zahnrad haben Sie uns schon enorm weitergeholfen. Ich frage mich allerdings, wieso Sie es gerade uns anvertrauen. Sie sind ein guter Mensch, Herr Professor. Ich bin zuversichtlich, dass Sie diesen Fall lösen können. Haben Sie Dank für Ihr Vertrauen, Matthew. Ein seltsames Bauteil. Yay. Letztes Mal haben wir auch noch ein neues Geheimnis gekriegt. Gucken wir uns kurz an. Zahnrädchen. Ein kleines Zahnrad mit sehr filigran in eingravierten Insignien wurde am Tatort neben Simon gefunden. Möglicherweise hat der Täter es bei der Flucht verloren. Naja. Bis jetzt wissen wir dazu noch nichts. Und das neue Bauteil. Ein Bein. Yay! Und ich speichere erstmal. So, jetzt reden wir mal mit Tell Me. Sind das alle? Sonst war niemand am Tatort zugegen! Ja, man fehlt noch. Wenn ich mir die Bemerkung gestatten darf. Ramon! Wo steckt er und was in aller Welt treibt er nur wieder? Matthew, holen Sie sofort Ramon! Ich bin untröstlich, Frau Baronin. Ich habe Ramon bereits seit einigen Stunden nicht mehr gesehen. Was sagen Sie da? Der Kerl wird doch nicht verschwunden sein! Nein, Augenblick, er ist ebenfalls ein Verdächtiger. Womöglich ist er auf der Flucht. Wo könnte er denn abgeblieben sein? Ob ihm etwas zugestoßen ist? Oh, gute Frage. Nächste Frage. Warte kurz, Luke. Was ist denn, Professor? Ich würde gerne eine Kleinigkeit mit Baronin Dahlia besprechen. Es sollte nicht lange dauern. Okay. Ich würde ja gerne mit ihr reden, aber sie ist ja weg. Hey, wo ist denn Baronin Dahlia hin? Wenn ich mich nicht täusche, ruht sich Frau Baronin gegenwärtig im Nebenzimmer aus. Sie ist eine starke Person, aber nach einem solch schrecklichen Vorfall benötigt sie etwas Ruhe. Nun gut, würden Sie ihr bitte mitteilen, wenn ich, dass ich gerne etwas mit ihr besprechen würde? Selbstverständlich. Nachdem ich mir eine Zigarette angezündet habe. Wenn Sie sich bitte einen Moment gedulden möchten, Herr Professor. Baronin Dahlia mag kühl wie ein Eiszapfen sein, aber die Vorfälle von heute lassen sogar sie nicht kalt. Luke, wenn du ein wahrer Gentleman werden willst, musst du anfangen, etwas mehr Mitgefühl zu zeigen. Oh, natürlich, Professor. Tut mir leid, das war unangebracht. Frau Baronin, empfängt sie nun. Gehen Sie einfach durch die Tür auf der linken Seite. Okay, ah, Fetti ist weggegangen. Dahlias Zimmer.
erstmal ein bisschen umschauen. Der Fußboden ist auf Hochglanz poliert. Eine hübsche Vase. Von hier aus sieht man den ganzen Garten. Nobel, nobel, diese Vorhänge. So, reden wir doch mal mit ihr. Frau Baronin, ich vermute, dass dieser Mordfall etwas mit dem goldenen Apfel zu tun hat. Wie bitte? Auch bin ich nicht absolut sicher, aber es scheint mir sehr glaubhaft, dass beides zusammenhängt. Und Sie denken, Ramon könnte etwas damit zu tun haben? Eventuell schon. Noch fehlen uns jedoch die nötigen Informationen, um eindeutige Schlüsse zu ziehen. Ich verstehe. Wenn das so ist, habe ich eine Aufgabe für Sie, Professor. Finden Sie Ramon und bringen Sie ihn her. Es widerstrebt mir sehr, in dieser Angelegenheit als Verdächtiger angesehen zu werden. Ich möchte sofort meinen Namen wieder reinwaschen. Wie Sie wünschen, Frau Baronin. Wir hören uns sogleich im Dorf um. Danke für Ihre Hilfe, Professor. Nun, ich warte dann im Salon auf gute Nachrichten von Ihrer Seite. Kapitel 3. Der verschollene Bedienstete. Suche in St. Mystère nach Hinweisen und kläre Ramons Verschwinden auf. Willst du deinen Fortschritt speichern? Wir haben zwar vorhin erst gespeichert, aber okay. Finde Ramon, ist jetzt sogar nicht zu finden. Oh, ein Bild. Sieh dir einmal dieses Bild an. Was ist damit, Professor? Oh, das ist doch Baronin Dahlia. Und sie hat ein Baby auf dem Arm. Dieses Baby muss dann wohl Baron Reinholds Tochter sein, also Flora. Flora war ihr Name, nicht wahr? Oh, was für ein niedliches Mädchen. Als ob er mich gehört hätte. Baronin Dahlia hat sich wirklich kaum verändert. Weißt du, Luke, man sagt, wahre Schönheit altert aber nicht. Wie Sie meinen, Professor. Aber trotzdem ist es seltsam. Wir sollten die Baronin dazu befragen. Reden wir mal mit ihr. Entschuldigen Sie, wir bemerken soeben das Bild von Ihnen und Ihrer reizenden Tochter Flora. Wie meinen? Das Bild von Ihnen mit dem Baby, das im anderen Zimmer steht. Tut mir leid, Sie müssen sich irren. Ich habe keine Kinder. Wie bitte? Aber... Verzeihen Sie, Frau Baronin, es muss sich um ein Missverständnis handeln. Wie Sie meinen. Wie dem auch sei, wir haben keine Zeit zu vertun. Finden Sie Ramon und bringen Sie ihn zurück, ja? Aber immer noch Schnecke. Aber wenn das auf dem Bild nicht Baronin Dahlia ist, wer um alles in der Welt ist es denn das? Ich schlage vor, wir stellen den Butler ein paar Fragen. Vielleicht kann er ja die Sache aufklären. Okay. Dann reden wir noch mal mit ihm hier. Übrigens, Leighton, man hört, Sie kennen sich mit Rätseln aus. Dieses Rätsel machte zur Zeit meiner Abreise in London die Runde. Ob Sie schlau genug dafür sind? Sicher doch. 5 Verdächtige. 5 Verdächtige werden im Polizeirevier verhört. Sie geben folgendes zu Protokoll. A. Einer von uns 5 lügt. B. 2 von uns 5 lügen. C. Ich kenne diese Galgenvögel. 3 von uns lügen. D. Glauben Sie denen kein Wort. 4 von uns 5 lügen. E. Wir sind alle 5 dreckige Lügner. Die Polizei will nur diejenigen laufen lassen, die die Wahrheit sagen. Wie viele sind das? Naja, das ist eigentlich ein ganz einfaches Rätsel. Ja.
Es kann nämlich nur ein einziger die Wahrheit sagen. Mitchell, do it. Und wollt. Ja, und derjenige. Stimmt genau. Jeder Verdächtige hat eine andere Anzahl von Leuten der Lüge bezichtigt. Wenn also jemand die Wahrheit gesagt hat, dann muss es ein einziger gewesen sein. Siehst du, habe ich ja gesagt. Seht ihr, habe ich ja gesagt. Dazu passt nur die Aussage von D. Sieht aus, als wäre er ein freier Mann. Ich hätte Ihnen wohl ein schwierigeres Rätsel geben sollen. Setzen Sie Ihre Superhirn lieber ein, um den goldenen Apfel zu finden, auf denen alle so scharf sind. Du hast ein seltsames Vorteil mal wieder erhalten. Und noch ein Rätsel im Index. Aha, ich mach noch ein bisschen. Dann reden wir mal mit unserem Raucherhusten-Man. Ah, Matthew, hätten Sie einen Augenblick Zeit? Selbstverständlich. Was kann ich... Wie kann ich Ihnen helfen? Es geht um das Bild im Zimmer der Baronin, auf dem sie ein kleines Kind in den Armen hält. Ach ja, das alte Foto. Ich fürchte, das ist nicht Baronin Dahlia, sondern Frau Viola, die erste Katze des Herrn Baron. Aber es überrascht mich nicht, dass ich sie für Baronin Dahlia hielten. Sie kriechen sich praktisch aufs Haar. Sogar ihre Bewegungen und Gesten waren fast dieselben. Die Dame auf dem Foto ist also gar nicht Baronin Dahlia, sondern die erste Gemahlin des Barons? Entschuldigung? Ui, es muss ja ganz schön unwahrscheinlich sein, dass sich zwei Menschen so sehr ähneln. Könnten die beiden vielleicht auf irgendeine Art verwandt gewesen sein? Wenn dem so war, dann ist es mir leider entgangen. Eines Tages kam Herr Baron einfach mit Frau Dahlia an seiner Seite in die Villa. Und seit damals habe ich auch diesen Raucherhusten. Das ist leider alles, was ich über die Angelegenheit weiß. Entschuldigen Sie vielmals. Sie brauchen sich keineswegs zu entschuldigen, Matthew. Sie waren uns eine große Hilfe. Wie seltsam. Je mehr ich davon höre, desto undurchsichtiger wird die ganze Geschichte. Und ein ungelöstes Geheimnis. Baronin Dahlia. Gucken wir uns natürlich wieder an. Baronin Dahlia. Baron Reinholds verstorbene Frau Viola ist auf einem Bild in Baronin Dahlias Zimmer zu sehen, auf welchem sie ein Baby im Arm hält. Obwohl sich Viola und Dahlia offenbar nie kennengelernt haben, weisen sie eine fast schon unheimliche Ähnlichkeit auf. Was genau geht hier vor? Ja, das werden wir auch noch irgendwann herausfinden. Aber gehen wir erstmal jetzt. Oh, wen haben wir denn da? Na? Hm? Miau! Das ist doch... Simons Brille! Aber wie ist die denn hierher gekommen? Das könnte schon unsere erste Spur sein. Wir sollten sie lieber gleich Inspektor Chalmers zeigen. Oh, Mann. Was ist, Leighton? Sehen Sie mal, Herr Inspektor. Diese Brille gehörte Simon. Wir fanden sie im Garten. Was, Tom? Die muss wohl auf den Boden gefallen sein, als Simons Leiche aus der Villa geschleppt wurde. Und außerdem betreiben Sie hier etwa ein Fundbüro? Sollten Sie nicht gerade das Reinhold-Erbe suchen oder was immer Sie hier treiben? Wenn Sie allerdings weiterhin meine Ermittlungen stören, muss ich mal ein ernstes Wörtchen mit Ihnen reden. Bitte verzeihen Sie meine Unbesonnenheit, Inspektor. Diesen Chalmy mag ich gar nicht. Er stinkt nach Rauch und ist so furchtbar arrogant. Und wie er Sie behandelt, Professor, unglaublich. Klug, mein Junge. Stör dich nicht daran. Wir haben Wichtigeres zu tun. Lass uns nach Amon suchen.
Das werden wir auch machen, aber erst im nächsten Part. Bis dann. Ciao.